Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Platin. So, im letzten Part hatten wir Dialga und Palkia gefangen. Und ich muss sagen, ich habe wieder das Aufnahmeprogramm gewechselt. Ihr habt es selbst gemerkt, im letzten Part gab es einige Male, so Art Aufnahmefehler, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, in diesem Part wollen wir uns Rotom fangen. Was ja eigentlich gar kein legendäres Pokémon ist, aber zuerst spreche ich mal mit ihr hier, Silvana. Hallo, da. Hast du auch die vielen Gerüchte gehört und bist deshalb hierher gekommen? Du weißt schon, die Gerüchte über das Geist-Pokémon in der alten Villa. Ich habe auch Gerüchte über unheimliche Schatten gehört. Ich würde ja selbst hineingehen, aber das ist, weißt du, ich bin nämlich ein Arenaleiter und immer sehr beschäftigt. Und da ich so beschäftigt bin, schaffe ich es nicht, in die Villa zu gehen. Das liegt aber nicht daran, dass ich Angst habe oder so. Also, viel Erfolg, wenn du die Villa erforschst. Okay. Ja, natürlich verpisst sie sich, weil sie Angst hat. Und ich habe was vergessen. Ich Idiot. Also ihr merkt auch schon, es läuft nicht mehr ganz so flüssig. Also für mich jetzt auf jeden Fall mal. Weil tatsächlich, ihr habt mit dem anderen Aufnahmeprogramm wirklich nichts flüssig mehr gesehen. Also da gibt's, das ist mir schon von Anfang an aufgefallen, dass manchmal so kleine Fehler auftreten. Es war mir aber erstmal egal, weil es wirklich nur winzig kleine waren. Und jetzt im letzten Part war es wirklich ständig irgendwie... War halt ein bisschen... was? Nein. War halt ein bisschen scheiße. Hier will ich rein. Wir nehmen ihn mal raus. Dich brauchen wir nicht hier. Na doch, eigentlich wegen Stärke. Aber wir brauchen in diesem Part keine Stärke. Deswegen einfach mal... im Computer gelassen. Und auf geht's zur alten Villa. Also ich habe jetzt auch bei Camtasia Studio, beim Aufnahmeprogramm da, habe ich, das wusste ich da wohl noch gar nicht, dass man da die FPS hochstellen kann. Oh, oh, oh. Ja, also ich war ständig in dem Menü da drin, habe das aber irgendwie nie gecheckt. Oh, ein Hassführer. Irgendwie, ich habe das nie so richtig realisiert, dass man da die das machen kann. Es war die ganze Zeit auf 15 FPS, das ist natürlich scheiße. Jetzt läuft es mit 30 FPS, das ist ganz normal. So sollte es sein, so kommt es ja noch auf YouTube an. So, wo waren das nochmal? Ich weiß das gar nicht mehr. Da bin ich ganz ehrlich. Wir wollen natürlich in diesem Part nicht nur... Rotom fangen. Das wird sowieso relativ schnell gehen, weil ich nur mit Bällen werfen werde. Vielleicht noch paralysieren, wenn es überhaupt funktioniert. Ich denke, das wird noch nicht mal funktionieren. Oder? Hat das Vieh Voltabsorber? Ich glaube schon, ne? Das Vieh hatte Voltabsorber. Oh, noch eins. Okay, gleich kommt... Jetzt kommt aber der Schutz. Rotom wird nämlich auch mit Schutz, glaube ich, auftauchen. Also, da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Super Schutz. So. So, dann hier rein. So, hier gibt es auch noch ein paar kleine Secrets. Erstmal hier. Da ist jetzt hier das Item. Wenn man jetzt nochmal reingeht. Oder auch nicht. Wie war das nochmal? So geht das nur manchmal. Also ich gehe jetzt hier rüber. Gehe nochmal zurück. Wie war das nochmal? Naja, auf jeden Fall hier ist auch ein Gengar in der Wand. Yay! Die roten Augen. Ist auch ganz nice. Also hier geht's nicht mit rechten Dingen zu. Hallo, wo war das? Gehen wir einfach mal hier in die Mitte. Ist auch nichts. Dann gehen wir wieder hier rein.
Hier ist das Item. Normal müsste da was kommen. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wie das funktioniert. Hat. Ja. So. Gehen wir einfach mal so rein. Zack. Hä, wie hat das funktioniert? Naja, ich hole mir jetzt da das Item. Mal sehen, ob es dann auftaucht. Hier haben wir auf jeden Fall mal Delegator. Nice, nice. Delegator ist eine relativ gute Attacke. Hier. Und jetzt? Immer noch nicht. Was ist denn da los? Der Apfelheimer ist leer. Können wir irgendwie... Okay. Und aufstehen. Nochmal? Also ich weiß jetzt nicht, wie das auftaucht, dieses Mädchen. Schutz wirkt nicht mehr. Mal sehen, Moment. Hat's vielleicht... Da ist es! Und wenn wir rausgehen, ist es da nicht mehr. Oh mein Gott. Es wurde ein Mädchen entführt. Ich will nicht sterben. Naja, komm. Gehen wir nochmal hier rein. Und zwar hier. Noch ein Item. Eine Furchttafel. Die Musik ist auch irgendwie geil. Also gefällt mir. Da könnte man ruhig mal einen Remix oder so von machen. Naja, hier haben wir auf jeden Fall mal... okay. Hier haben wir auf jeden Fall mal den Fernseher, wo Rotom auftauchen wird. Klicken wir einfach mal an. Der Fernseher wirkt gruselig. Er scheint einen anzustarren. Moment mal. Habe ich irgendwas vergessen? Oder haben wir Rotom schon längst gefangen? Bin ich gerade irgendwie total bekloppt? Nee, sonst würde es da nicht mehr stehen. Moment. Ich lasse jetzt erstmal den wieder. Ja. Ich denke, das wird sein. Vielleicht geht's doch nicht mit Schutz. Weil normal kann man da Rotom rausholen und dafür braucht man normal nichts. Rotom kommt dann einfach raus. Und ja, okay. Schutz. Und jetzt. Das wird wahrscheinlich nicht Rotom sein. Jawohl, ein Nebulak. Also hier ist echt schlimm mit den Pokémon. Ich weiß auch nicht. Hier hatten wir uns ja auch das Nebulak gefangen, was uns dann so geholfen hat. Hä, wie war das nochmal? Verdammt, ich... Das kann doch nicht sein. Das muss doch irgendwie so funktioniert haben. Meine Güte. Naja, dann machen wir erstmal was anderes. Wie ging das nochmal? Ich war mir sicher, dass es einfach so ging. Kann sein, dass ich das letzte Mal, dass ich irgendwas gemacht habe, aber davon nichts mitbekommen habe einfach. Weil es irgendwie... Ja, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es damit irgendwas zu tun hat. Dann gehen wir jetzt woanders hin, komm. Bringt's ja nichts. Dann gehen wir jetzt... Wo waren das nochmal? Ich glaube hier. Nach Herzhofen. Und dann gehen wir runter, weil... da holen wir uns noch den letzten Pokédex-Eintrag. Das wollte ich auch noch in diesem Part machen, nachdem wir Rotom gefangen haben, aber irgendwie... Weiß jetzt nicht, woran das liegt. Werd nochmal nachschauen. Weil ich war mir eigentlich sicher, dass es so funktioniert, aber... Dann halt nicht. Dann machen wir halt jetzt erstmal das. Oder auch nicht. Irgendwie in diesem Part bin ich total verpeilt, habe ich so das Gefühl. Wo sind wir denn jetzt? Ja, wir müssen runter. Ja, bin falsch gelaufen. Dann müssen wir... Irgendwo links muss es runtergehen. Ja, da. So.
hier rein. Genau hier war das mit der Villa und so, ja. Wir müssen nämlich in die Villa rein. Hier haben wir draußen schon alle Gegner besiegt. Also hier sollte uns nichts mehr passieren. Nur, da drin haben wir uns noch nicht wirklich umgeschaut. Aber wir haben uns schon mal umgeschaut. Wir sind einmal ganz kurz reingegangen, glaube ich. So war das. Aber wir haben uns noch nicht gründlich umgeschaut. Wir könnten da noch so ein bisschen, ja, mit den Leuten reden. Und uns ein bisschen umschauen, bevor wir den Pokédex-Eintrag holen. Was bist denn du hier, oder was machst du hier? Hier geht es zum Trophäengarten. Der Garten steht allen Besuchern offen. Aber Vorsicht, im Garten können plötzlich wilde Pokémon auftauchen. Ja, da kann man sich Baby-Pokémon holen. Ist eigentlich auch ganz nice. Ich faulenze nicht, ich mache nur eine kleine Pause. Und wenn ich offiziell eine kleine Pause mache, kann ich auch offiziell im Bett liegen. So ist das bei mir. So ist es bei mir Sitze, genau. Ja. So, und was ist mit dir? Wusstest du, dass du im Trophäengarten Pokémon fangen kannst? Und wenn du das einem gefangenen Pokémon gibst, wird es schneller freundlich. Ich gebe dir etwas davon ab, also versuche es mal. Die Sandglocke. Und ich überlege, damit hätten wir Togepi schneller zu Togetic weiterentwickeln können. Aber soweit habe ich natürlich nicht gedacht. Hier ist noch ein Item. Ein Luxusball. Nice, nice. Welches Pokémon wird wohl den Luxus bekommen? Willkommen, hier kannst du den Stolz des Landgutes zu einem Kampf auffordern, die fünf Zofen. Die Aufgabe besteht darin, alle fünf von uns hintereinander zu besiegen. Komm, das machen wir jetzt. Und zwar ohne Pause. Wenn du es schaffst, uns in einer bestimmten Anzahl von Runden zu besiegen, gibt es ein Geschenk dazu. Eine Runde ist so viel Zeit, wie ein Trainer und sein Gegner brauchen, um eine Handlung zu vollziehen. Eine Handlung umfasst die Attacke oder den Tausch eines Pokémon oder das Verwenden eines Items. Und nun beginnt. Fünf Zofen, Präzisions-K.O.-Wettkampf. Die angestrebte Anzahl der Runden beträgt heute 8. Diese Anzahl solltest du genau schaffen. Möchtest du antreten? Ja. Sehr gut, dann kommt hier unsere erste Zofe. Blau, ja. Soll das irgendwas mit deinem Pokémon zu tun haben? Nein, nicht wirklich. Leider sind wir ein bisschen overpowered. Ich werde jetzt einfach angreifen, komm. Mir ist das Geschenk gerade mal egal. Ist sowieso... ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich hoffe, das sind 8. Nee, es sind nur 5, ne? Also das war jetzt eine Runde. Es müssen insgesamt 8 sein. Was hat die jetzt für als Lieblingsfarbe genannt? Ich habe da jetzt einfach weitergeklickt. Noch ein Pipi. Hier machen wir jetzt einfach mal 2 Runden. So. Donnerwelle. Das wären dann insgesamt 3 Runden. Sollte passen. Ja, mach deinen Sternhieb. Und Ladungsstoß. Nein, Ausdauer. Ah, jetzt müssen wir... Na gut, damit hätten wir dann insgesamt 4 Runden. Hier, du machst wieder Ausdauer. Okay. So. Also 4 Runden müssen wir uns merken. Wir brauchen 8, also... müssen wir jetzt aufpassen. 3 müssen wir noch besiegen. Das heißt, wir dürfen sogar noch einmal zweimal. Ich hoffe, dass nicht zu oft Ausdauer eingesetzt wird, weil sonst haben wir ein Problem. Ladungsstoß, jawohl. Okay, das hätten wir schon mal. Damit wären wir dann bei 5 Runden, genau, 5 Runden.
5 Runden. Ich kann ohne Pink gar nicht leben, aha. Deswegen hast du jetzt auch ein Pipi! Oh mein Gott! So, und 6 Runden. Ach so. Nummer 5, okay. Wie viele Zofen waren das? Ich weiß es. Ich glaube, es waren 5. Mann. Verdammt. Deswegen werden wir jetzt eine Dollarwelle machen erstmal. Oh, Ausdauer. Nice, 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 nice. Ich denke, dann wird sie gleich nicht mehr Ausdauer machen. Beziehungsweise vielleicht ist ja auch Pipi paralysiert, wenn es Ausdauer machen will. Aber es macht keine Ausdauer und wir können es besiegen. Yay. Okay, ich hoffe, das war's. Sonst habe ich ein Problem, weil dann sind es mehr als diese Rundenanzahl. Nicht übel. Umwerfen, du hast genau die richtige Rundenzahl erreicht. Und da du die Zofen in der vorgeschriebenen Rundenzahl besiegt hast, ist hier unsere Prämie. Die Chance, genau gegen unser hauseigenes Wunderkind anzutreten, Lady Lea. Nun, da mich meine Mädchen hierher bemüht haben, solltest du mir deine Fähigkeiten demonstrieren. Okay. Oh, oh, ein Hytera. Nicht gut, nicht gut. Hytera hat nämlich eine verdammt hohe Spezialverteidigung. Yay. Ach du Scheiße. Aber auch einen verdammt schlechten Angriff. Deswegen sind wir eigentlich ganz gut hier mit unserem Stahl-Pokémon gerüstet, weil es kann uns nicht vergiften. Alle müssen es verbrennen, aber ich glaube, verbrennen kann Hytera einen gar nicht. Weil sonst wäre dieses Pokémon einfach overpowered. Ist echt so. Wenn es wirklich irgendwie die Attacke Irrlicht beherrschen würde, wäre es wirklich overpowered, weil dann könnte es den Angriff auch noch schwächen und dann wäre es wirklich gar nicht mehr zu besiegen. Ist leider so. Nun, das war recht beeindruckend. Deine Technik hat mich ganz verzückt. Ich werde mich jetzt in meine Gemächer zurückziehen. Was für eine glanzvolle Leistung. Du hast nicht nur mit den 5 Zofen aufgeräumt, nein. Du hast auch noch über unsere Lady Lea triumphiert. So, komm bitte morgen wieder. Nein, werde ich ganz sicher nicht. Ich habe genug gesehen hier. So, was ist mit dir? Herr Reichedel hat da so ein sündhaft teuer aussehendes Buch. Es übt eine seltsame Anziehungskraft auf mich aus. Na dann. Herr Reichedel ist der Besitzer dieses Anwesens. Dies ist sein Büro. Okay. Es tut mir ja wirklich leid, aber der Bereich ab hier ist für Besucher gesperrt. Bitte gehen nicht dort entlang. Herr Reichedel schimpft wieder mit mir, wenn ich fremde Leute durchlasse. Okay. Hallo, hallo! Willkommen auf meinem prächtigen Landgut. Hier gibt es viel, drin und draußen, auf das ich sehr stolz bin. Mein größter Stolz aber ist der Trophäengarten. Warum weite Reisen auf sich nehmen, wenn Pokémon sich von ihm angezogen fühlen? Sie kommen, um meinen Garten zu sehen. Und du bist herzlich eingeladen, ihnen dabei Gesellschaft zu leisten. Okay. Master ist heute wieder im Garten spazieren gewesen, wie immer. Okay.
Du darfst sie dir anschauen, aber berühren darfst du die Pokémon-Statue nicht. Da-da-da-da. Angeberei gefunden. So, berühren wir einfach mal die Pokémon-Statue. Stopp! Das Berühren der Figuren... Was? Figuren? Mit den Poten ist verboten. Der Figuren. Ist das irgendwie ein Rechtschreibfehler da? Das ist ein sehr teuer aussehendes Buch über Pokémon. Möchtest du es lesen? Jawohl. Manaphy, ein extrem seltenes Pokémon, das noch nie zuvor in Sinnoh gefangen... Ja, nicht einmal gesichtet wurde. Aha. Für Manaphy wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Okay. Das war der fehlende Pokédex-Eintrag. Wir können auch jetzt auch mal ganz kurz gucken, wie weit es hier so ist. So. Also bis jetzt haben wir alles, ne? Oder bin ich dumm? Wir haben immer noch nur 209. Wir hatten tatsächlich schon mal Manaphy gefunden. Was kommt dann danach? Fiona, ne? Ich Idiot. Also in diesem Part klappt wirklich gar nichts mehr. Ich glaube, wir hatten sogar schon den Eintrag. Naja, gehen wir einfach mal hier in den Garten. Mal sehen, was es hier so gibt. Ich schaue jetzt einfach mal. Und was kommt? Ach so. Ach so. Also ich habe hier irgendwie Baby-Pokémon in Erinnerung gehabt, aber anscheinend... Anscheinend ist es doch nicht so. Mal sehen. Nee, nur Staravir, was ist denn da los? Hilfe. Naja, in diesem Part haben wir mal wieder nichts erreicht. Dumm. Eigentlich... Ach komm, ich pausiere einfach mal die Aufnahme und werde ein paar Sachen nachschauen, damit wir wenigstens noch etwas in diesem Part machen können. Vielleicht zum Beispiel... Ja komm, wir fangen in diesem Part doch noch Rotom, wie ich es angekündigt habe. Aber ich muss dann wirklich erstmal nachschauen, was man alles dafür braucht. Ich bin total verwirrt, dass es überhaupt nicht funktioniert hat. Oder muss man einfach in der Nacht dahin? Das kann ich jetzt noch schnell ausprobieren. Dafür pausiere ich einfach mal ganz kurz. Bis gleich. So. Ich habe mal die Nacht angemacht und werde jetzt einfach mal schauen, wie es da so in der Spukvilla aussieht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es diesmal klappt. So, ewig genau. Es laggt natürlich jetzt mal wieder. Wie immer bei längeren Aufnahmen bei mir. Bei Pokémon Platin. Beziehungsweise bei dem Programm. Womit ich das halt... Ja. Aufnehme. Naja. So. Dann gehen wir einfach mal rein. Also wir haben ja die Ding da vertrieben. Also was heißt vertrieben halt? Ja, angesprochen und jetzt ist sie nicht mehr da. So halt. So, ich werde jetzt einfach genau. Wie vorhin einfach. Nein, nicht Medizin hier. Items. Wieder den Schutz aktivieren. Ich hoffe einfach mal, dass es diesmal funktioniert, ey. Ich habe keine Lust mehr da drauf. Ich kann euch natürlich jetzt noch weiter die Villa zeigen, aber ich habe da, wie gesagt, keinen Bock drauf. So, mal sehen, ob es jetzt funktioniert. Ah, in dem Fernseher. Da scheint ein Pokémon drin zu sein. Das Pokémon würde anscheinend gerne herauskommen im am Fernseher wackeln. Ja. Am Fernseher gewackelt. Und... Oh mein Gott. Also, die Musik spricht für ein legendäres Pokémon. Ist es aber nicht. Deswegen...
Ist es auch kein Legend. Ja. Deswegen ist es ein bisschen komisch. Naja, so, Flottball. Das könnte es schon gewesen sein. 2, 3. Nein! Wow! Das ist. Es will es tatsächlich nochmal spannend machen. Hier, Donnerschock. Oh, was eine starke Attacke! Oh mein Gott! Nein. Ich versuch's jetzt natürlich mit Donnerwelle. Und das hat tatsächlich seine Wirkung. Das heißt, wir können es mit einem schönen kleinen Finsterball attackieren. Eins, zwei, drei. Es will es wirklich spannend machen hier. Es will jetzt hier ein bisschen länger überleben. Aber ich kann es leider auch nicht schwächen, ne? Ich hätte vielleicht doch ein anderes Pokémon mitnehmen sollen noch. Was dieses Pokémon schwächen kann. Zum Beispiel das Shiny Santoxa hätte ich mal mitnehmen können. Wäre ganz lustig gewesen. 2, 3. Aber es ist auch so drin. Yay, Rotom wurde gefangen. Okay, weniger aufregend. Was den fehlenden Pokédex-Eintrag angeht. Neuer Eintrag aufgenommen. Naja, nein will ich nicht. Vielleicht war es das ja schon. Wenn es das wirklich war, dann haben wir jetzt unseren Pokédex vollständig, ne? Ja, das war's. Wir haben den Pokédex vollständig. Und können mit dem vollständigen Pokédex, insofern jetzt wirklich nichts mehr auftaucht, nein, da ist nichts mehr, können wir im nächsten Part schon zu Professor Eibe. Der gibt uns da etwas Schönes. Ich werde da schon jetzt schon mal hinfliegen. La 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 la. Ja. Ich werde da einfach schon mal hinfliegen. Nach Sandgemme. Ich glaube, da war's. Beziehungsweise vielleicht bekommen wir auch den Tipp, wo der Professor ist. Kann nämlich auch sein, dass er jetzt woanders ist. Ich kann mich da nämlich an etwas erinnern. Aber eins will ich jetzt machen, weil ich dagegen bin, dass dieses Pokémon nicht legendär ist. Mach es jetzt einfach mal. Ganz anders als es eigentlich gedacht war. Ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Auf jeden Fall hier. Dieses Pokémon ist ab sofort legendär. Fertig aus. Passt zwar irgendwie nicht wirklich da rein, weil es so verdammt klein ist. Die sind zwar auch relativ klein, aber irgendwie der Stride hier von Rotom in der Box ist doch weniger beeindruckend. Sag ich jetzt einfach mal. Naja! Wenn euch dieser Part gefallen hat, war mal wieder ein etwas längerer Part. Also, fast 30 Minuten. Wenn euch dieser Part gefallen hat, natürlich würde ich mich da über einen Daumen nach oben freuen. Und, was natürlich noch viel wichtiger ist, über einen Kommentar. Also, ich will wirklich mal wissen, wer sich für welches Projekt interessiert, wer überhaupt meine Videos schaut. Ich möchte euch wirklich mal so. Ja. Also ich bekomme ja öfters mal Abos, aber ich bin mir bei denen nie so sicher, ob die wirklich meine Videos anschauen. Bekomme auch nur so vielleicht mal 3 Daumen nach oben von, keine Ahnung, 20 Aufrufen. Ich will mich nicht beklagen, aber ich würde schon gerne mal wissen, wer mir die Daumen nach oben gibt und so. Könnt ihr auch einfach mal so drunter schreiben, schönes Video, Daumen hoch oder sowas. Das freut mich ja schon. Ja, also, bis zum nächsten Part und ciao dann.